mir persönlich an der Serie besonders gut gefällt, ist einfach, dass sie so intelligent aufgezogen ist und so komplex geschrieben, und der Zuschauer wird einfach ernst genommen und ihm wird auch zugetraut, dass er so komplexe Zusammenhänge verstehen kann. Und das öffnet einfach so ein ganz neues Universum, in dem diese ganze Geschichte spielt, in dem man sich irgendwie zurechtfinden will und Dinge rausfinden will und selber mitdenkt als Zuschauer. Zeitreise, so, das gab es ganz lange nicht. Ne? Es gab, was haben wir, das letzte, Back to the Future, ne? Das hat ja wahnsinnig viele Leute interessiert. Und Zeitreise ist einfach ein geiles Genre und wurde lange nicht produziert. Im deutschen Fernsehen war es unmöglich, sowas zu machen. Und das ist, findet seine Zuschauer, weil die Leute einfach auf sowas stehen, auf Mystery. Aber ich glaube, was dazu kommt, ist ja auch, dass man als Zuschauer die ganze Zeit mitdenken muss. Man ist gefordert. Man guckt, man lehnt sich nicht nur zurück und so, sondern es ist ja zum Teil auch anstrengend, dass man immer denkt, wer, verdammt, wer ist das, wann ist das jetzt? Und das, glaube ich, macht auch noch, ja, so einen Zusatzfaktor Spaß. Es ist so komplex, ne? Es ist so komplex, dass ich habe jetzt, gestern habe ich das Ding gebingewatcht. Und permanent musste ich den Knopf drücken, den 30-Sekunden-Button. Ne? Nochmal zurück, was hat er gesagt? Und was war das für ein Gedicht? Was ist das? Und weil du, um das zu verstehen, du kannst nicht aufs Klo gehen und das weiterlaufen lassen oder so Popcorn essen. Also man muss wirklich richtig gucken. Das tut den Zuschauer irgendwo woanders abholen. Das ist man sonst nicht gewöhnt. Man muss wirklich aufmerksam schauen. Das ist auch so lustig, dass Leute also auf mich zukommen und immer sagen, kannst du mir erklären, wie das? Und dann sage ich mal, nee. Ich verstehe es zum Teil selber nicht. Also deswegen gucken die Leute das auch so oft. Ich würde es nochmal schauen jetzt und würde sagen, okay, das eine habe ich noch nicht verstanden. Wie hängt das zusammen? Was ist, und es hat alles Sinn. Es ist alles durchdacht so. Also man muss nur den Trigger finden, dass man es connecten kann. Ne? Aber was mir beim Zuschauen auch so Spaß macht, ist, also erstmal mag ich die Figuren alle wahnsinnig gerne und die wirklich in verschiedenen Lebensalter? Lebensabschnitten kennenzulernen und zu gucken, wie ist so deren Weg, wie verändern die sich. Das macht total Spaß, finde ich. So dass sie auf mehreren Zeitebenen spielen, meinst du auch? Nee, aber dass man sie in Jungen kennenlernt, waren sie in der Jugend, wie sind sie, was ist aus ihnen geworden dann? Und ich finde ein bisschen schade, dass man sich nicht selber spielen kann als Jugendlichen oder als Alten. Nee, überhaupt nicht. Und ich hatte das tatsächlich dann, ich habe ja das Drehbuch auch gelesen, habe dann die erste Staffel geguckt, auch so durchgebinged. Aber ich habe dann trotzdem, obwohl ich ja das Drehbuch gelesen habe, irgendwelche komischen Theorien aufgestellt, weil es einfach so gut war und irgendwie mich so mitgerissen hat und das dann trotzdem so komplex war an manchen Stellen. Und eigentlich hätte ich es ja besser wissen müssen. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was Lisa gesagt hat. Das macht es ja aus, dass man halt, ja, dass man eben nicht so leicht alles bekommt und dass man sich das vielleicht manchmal nochmal irgendwie erklären muss und vielleicht nochmal zurückgehen muss und einfach so richtig in dieses Abenteuer so ganz tief reingezogen wird. Das ist ja auch total schön. Manchmal sitzen wir auch zusammen und überlegen, wie es dann weitergehen könnte. Und das Gute ist, wir haben Zugang zu dem Regisseur und der Drehbuchautorin, den Showrunnern. Das heißt, wir können immer nachfragen, wenn uns irgendwas nicht ganz klar ist. Uns wird aber eigentlich nie was gesagt, deswegen müssen wir auch selber unsere Theorien spinnen. Ja. Es braucht schon beim Lesen ein bisschen Zeit, so um das the bigger picture so klar zu haben. Aber das ist ja auch gut so, ein ordentlicher Stoff, eine starke Erzählung, die in sich eine Stimmigkeit hat. Da hilft es mal, so einen Schritt zurückzutreten und nochmal drauf zu schauen. Ansonsten ist es auch so, dass natürlich man sich vor allem mit der Geschichte seiner Figur beschäftigt. Da gibt es dann aber auch manche Fragen, die sind nicht beantwortet, weder in der ersten noch in der zweiten. Es gibt einige Fragen, da habe ich Jantje gefragt vor der ersten Staffel, ist das so zu verstehen oder so? Sie meinte, ja, das kann man so verstehen und kann man auch so verstehen. Spielst doch so, dass in Staffel 2 beides möglich ist. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und eine Ambivalenz so zu spielen, dass sie trotzdem eindeutig rüberkommt, das ist dann mein Job. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur meine Storyline gelesen und wollte mich dann überraschen lassen von, wenn ich es dann schaue. So, sonst weiß ich ja schon alles vorher. Beim ersten Mal habe ich es gelesen und da war ich oft mit Bo im Wald gesessen, mit dem Bo oder unserem Regisseur. Und wir hatten so ein dickes Drehbuch, wo nur meine Storyline drin war. Und dann haben wir geguckt, wo komme ich jetzt her, wo gehst du? Nee, das ist doch eine andere Zeit. Das ist so, also man muss wirklich, es ist so komplex, dass man sich selber immer wieder erzählen muss, wo wir sind, wann.
Weil man dreht das ja, wenn du 10 Folgen wie in der ersten Staffel durchdrehst und die Locations abdrehst und nicht chronologisch drehst, das ist schon wahnsinnig komplex gewesen und anstrengend, das zu machen, aber auch schön. Nö. Das Tolle fand ich, als die erste Staffel rum war und ich dachte, wie wollen die das schaffen, die Jantje und der Bo, die Fäden und dieses Netz, was sie so auseinandergestreckt haben, jetzt nochmal so langsam zusammenzuführen? Und sie haben erst gar nicht den Versuch unternommen, das irgendwie zusammenzuführen, sondern sie haben es auf eine kunstvolle, sensible, wahnsinnige Art und Weise noch weiter ausgestreckt. Aber das gibt Querverbindungen auf allen Zeit- und Erzählebenen, die man nicht erwartet hätte. Also spannend finde ich natürlich schon irgendwie die Zukunft, weil da ja auch so mein Charakter stattfindet. Aber da jetzt unbedingt hin würde ich nicht wollen. Also aber es ist trotzdem ganz interessant, sich das mal so anzugucken und so zu denken, okay, liebe Welt, niemals bitte so, bitte nicht. Ich finde, alle haben total ihre wahnsinnigen Stärken. Gerade im Dark sind die einfach so, ja, ich würde überall mal gerne hin, glaube ich. Wenn ich könnte, mir alle reingucken. Immer das Jahr, in dem man sich so gerade befindet, also sowohl im Leben als auch jetzt gerade für die Figur, die ich in Dark spiele, den Noah. Und wer die erste Staffel gesehen hat, dem ist mit Sicherheit als erstes da gerade aufgefallen, dass das der erste oder der einzige ist, der sich so nicht verändert, der so hier da ist und da das was ganz Unheimliches ja mit sich bringt, so dieses Beständige im Fluss der Veränderung. Und genau, also immer dieses Hin- und Herspringen von den Ebenen finde ich spannender als jetzt das Verweilen auf einer. Ich finde die 80er toll. Auch visuell. Vielleicht auch, weil es meine Kindheit ist, dass das, also allein die Kostüme, die Musik, einfach der ganze Look, der ist so originalgetreu, so echt, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich das sehe. Ja. Ja, ich finde eigentlich die Gegenwart immer am spannendsten, weil du willst ja wieder, dass die Figuren in die Gegenwart zurückkommen. Ich will ja dann zurück, das will ja auch der Zuschauer, die sollen einfach, man denkt ja, man ist an einen Raum und Zeit gebunden und da ist unsere Gegenwart 2019, ist für mich das Interessante. Da möchte ich, dass die Figuren alle wieder sind. Deswegen ist das natürlich furchtbar, dass die in der Zukunft, in der Vergangenheit, in den 50ern oder noch weiter zurück sind. Ne? Für mich geht es beim Spielen, ob ich Theater spiele oder Film mache oder Fernsehen, sowohl beim Machen als auch beim Gucken eher um sowas wie, das ist ein ganz alter Begriff aus dem griechischen Theater, Katharsis. Das heißt, es macht was mit mir, was ich da sehe. Das kann mich zu Tränen rühren, das kann mich zum Lachen bringen oder umhauen oder einfach nur in den Bann ziehen. Und ein guter Stoff, der schafft es auch schon, dass er beim Machen, beim Performen, beim Spielen, bei der Auseinandersetzung mit dem Material mit mir was macht und was freisetzt, was ihm hilft, sich ordentlich auszubreiten. Und das ist wirklich, gerade bei den Texten, die ich hier sprechen darf, vom Noah ein Riesengeschenk, was die Jantje und der Bo mir gemacht haben. Diese Texte, die für mich eine Mischung haben aus Existenzialismus und Fragen an die Welt und sich seine eigene Lebensanschauung daraus suchen, das einfach sprechen zu dürfen, beflügelt auf eine kathartische Weise, wenn es gut läuft. Ja, ich glaube, ich würde auch, also auch in die 20er würde ich gerne mal. Das fände ich auch sehr spannend, allein weil ich Peaky Blinders einfach sehr gerne mochte. Und dann in den 50ern, in den 80ern könnte man einfach politisch sehr viel anschubsen, was in der Zeit noch hinterher hinkte. Und Lisa hat vorhin gesagt, auf Konzerte gehen, das finde ich auch ein sehr gutes Argument. Ey, vielleicht nicht 50er, aber dann nach Woodstock, in den 60er. Ja. Das ist schon einiges möglich. Ich finde es auch interessant, ortsbezogen irgendwie Zeit zu reisen. Also ich würde manchmal ganz gerne in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, mir das so angucken, wie das so, also wie so immer so 10 Jahre springen, von, weiß ich nicht, 1890 an bis jetzt.
und mir so diese Entwicklung, so eine Stadtentwicklung, ich finde das irgendwie total interessant, wie sie, wie dann aus Feldern irgendwann kleine Häuser wurden und dann aber immer mehr und dann wurde es mehr zugebaut und wie sich so die Natur auch irgendwie verändert, oder auch New York oder sowas. Mhm. So, als das so angesiedelt wurde bis jetzt, was sich da getan hat, und das an einem Ort würde ich gerne mal so ein bisschen durch die Zeit springen. Früher wollte ich immer in die 20er Jahre reisen, aber dann wirklich nur in die Zeit, bevor das alles... Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten. Naja, in Berlin. Ich glaube so nachts in Berlin, die Bars, die Kabarets, die Kleinkünstler, ich glaube, das muss eine unfassbare Zeit gewesen sein. So eine, also auch rau und hart. Ja. Aber ich glaube, das mal zu erleben, aber wirklich nur ein paar Tage. Ich glaube, danach ist man auch fertig, auch wieder weg. Ich bin sozialisiert mit Western. Ne? Damals hat man ja Western geguckt. Als Mann ist natürlich cool, aber als Frau? So, und da wollte ich auch immer hinreisen zum Western. Aber jetzt überlege ich mir, wenn die mich dann da erschießen, komme ich ja nicht mehr zurück. Insofern, nee, aber das wäre die Verabredung, dass man wieder zurückkommt, wenn man stirbt. Achso, wenn du stirbst, sofort wieder in der Gegenwart erwachen. Ja. Das ist cool. Das ist eine neue Serie. Also ich fände es auch cool im Wilden Westen, aber als Frau. Ich wäre dann lieber eine Indianerfrau. So eine Calamity Jane? Du wärst die Calamity Jane. Nee, ich würde bei den Indianern sein, glaube ich. Wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich bei den Indianern sein. Aber dann wärst du ein Verlierer. Weil die sind furchtbar, aber, furchtbar schlimm ausgerottet worden. Ja, aber sie sind ja vom Herzen sind sie eben nicht die Verlierer. Das ist ja das Schöne. Ja, das stimmt. Ich habe Tschernobyl angefangen zu gucken und ich muss echt sagen, ich habe noch 3 Tage davon geträumt, weil ich fand es so brutal, das ist also einfach wahnsinnig gut gemacht, so fein und so pur und einfach so bis ins Detail ganz toll, aber ich fand es echt, ich fand es auch menschlich so interessant, einfach wie alles noch geleugnet haben, also wirklich schon alles explodiert und alles stehen da noch, nein, ist nicht passiert, alles gut, ich fand es echt gruselig, also das hat mich sehr mitgenommen. Bei mir war das, ich habe es auch nochmal gelesen, aber es war Vincent von Joy Goebel, wo es um die Ideologie geht, dass Künstler nur produktiv sein können, wenn sie unglücklich sind. Und das tut total weh, das zu lesen, aber es ist auch gleichzeitig total schön. Weil hat auch irgendwie was Wahres. Es gibt ja immer das Bild des leidenden Künstlers, der dann besonders gute Lieder schreibt Musiker, die nur tolle Alben produzieren, nachdem sie ein großes Breakup hatten. Also ich finde, da ist schon was Wahres dran, aber ich glaube nicht vollständig. Nee, die gibt's ja nicht. Ja. Es gibt nur 3 Staffeln. War ja immer als Trilogie konzipiert und das wird es jetzt auch bleiben. Und das finde ich auch gut, dass es dann rund ist. Das ist ein schönes Konzept. Ja. Und der erste, der zweite und der dritte Zyklus in 3 Staffeln behandelt werden. Das ist gut.